Es ist schon die letzten Tage so, dass auf Twitch massive Chat-Probleme sind. Ich sag mal, solange es nur der Chat ist und ihr auch den Stream immer noch gut sehen könnt, ist es okay. Irgendwie können wir schon miteinander kommunizieren. So, lebenslanges Lebewohl. Das ist eine schöne Alliteration. Nico Robin, die Frau der Finsternis. Robin verschwindet, was die Crew aufhorchen lässt. Robin und die Crew versuchen herauszufinden, was Robin widerfahren ist, während sie gegnerische Angriffe abwehren. Können wir jetzt mal mit Nami spielen? Nein, wir kriegen erstmal Story.宿へさらに不穏な知らせが一味にもたらされ、チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられて、いなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーター7市長、アイスバーグが 何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言により、ロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受け、一方フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに、 一味への復讐を企てている。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。様々な思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りて、ロビンを捕まえるんだ。 Okay, immer nur noch die drei. Oh, jedes Mal, wenn ich zurückgehe, lande ich nochmal in der Story. Okay. Joa. Wir haben jetzt schon Ruffy zweimal gehabt, Zoros mal, das heißt, jetzt ist Sanji erstmal wieder dran. Hat er ein anderes Outfit? Kann ich leider nicht mehr gucken. Wundern! Immer dieser Panda-Man. Trinkt ihr auch genug? Fiel mir jetzt gerade spontan ein, weil ich ständig am Trinken bin. Und dementsprechend wahrscheinlich bald auf Toilette muss. Vielleicht nach dieser Mission dann. Muss Sven ja so lange spielen. Wieso lädt er eigentlich immer doppelt? ロビンちゃん、ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな心配してる。一緒に帰ろう。いいえ、私はもうあなたたちのところへ戻らないわ。ここでお別れよ。何言い出すんだよロビンちゃん。あ、そうか、新聞のことだろう。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、 濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちには言われのない罪をかぶせて悪かったわ。だけど私にとっては偽りのない記事よ。昨夜市長の屋敷に侵入したのは確かだ。私にはあなたたちの知らない闇がある。闇はいつかあなたたちを滅ぼすわ。ロビンちゃん、 何言ってんのか分からねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私に今までよくしてくれてありがとう。さよなら。ちょっと待てよロビンちゃん、冗談やめろ。
Ich würde schon sagen, das ist schon ein recht großer Unterschied zu Pygorias 3, ja. Also man merkt im Kampfsystem doch eigentlich ganz gut, dass es nicht einfach Pirate Warriors 3 2 ist, wie eigentlich quasi der Sprung von 2 zu 3 war, sondern dass es sich schon recht anders spielt. Wisst Bescheid, ihr Männer. Es ist die Pflicht eines Mannes, die Lügen einer Frau zu vergeben. So, Bedingung für eine Robin. Robin. Und es darf keiner besiegt werden. Und erstmal wieder eine Abreibung verpassen. Sanjis Karte. Nehmen wir erstmal nochmal eine weitere Fähigkeit dazu. So, der Luftexperte. Jo. Klingt gut. Der Shishinabe-Spot. Shot. Shot. Wie auch immer. Der Angriff. Zumindest auf Level 5. So, machen wir schon auf Level 5. Verteidigung brauche ich nicht. Eben. Mehr Luftexperte. Können wir eigentlich auch ganz gut leveln einmal. Bis zum Maximum. Noch mehr Fähigkeitenplätze, glaube ich, brauche ich auch erstmal nicht. Was ist das da? Kommt noch nicht hin. Ansonsten ist er das da hinten. Das. Na gut, dann leveln wir hier den Anfangs-Stuff zumindest so ein bisschen. So, Level 4 alles mal. Jo. Die normale Karte, dann kann ich hier vielleicht nochmal den Angriff mal auf Maximum bringen, jetzt hier schon mal. Das ist eine moderate Lebenserhöhung, die können wir auch mal mitnehmen. Bessere Kopfgeldjägerfähigkeit, die nehme ich auch mal mit. Angriffsverstärkung, kann ich nicht machen. Aber die kann ich machen. Das Verteidigungsverstärkung. Was ist das da? Führung. Erleichtert die Eroberung. Ja, glaube ich, nicht den Stuff dafür. Herkulesstärke. Das hier mal mit verfolgen, das ist auch schon mal weg. Da habe ich keine Teleschnitt. So. Haben wir wieder gut was gelabelt. So, was haben wir jetzt noch? Nichts, okay. Fähigkeiten. Angriffsverstärkung, ja. Die nehme ich auch, die benutze ich auch. Und der Kopfgeldjäger. Let's go! Einfach instant in die Mission reingesprungen, okay. Ich muss gerade sagen, ich finde die Farbe sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie ich das diese Farbe beschreiben soll. Das ist so ein bisschen. Fehlt da so den Kontrast oder so? Wie nennt man das denn so? Das ist so ein bisschen ausgebleicht. Vielleicht so passend zu einem Sonnenuntergang. Ein bisschen was. So zur Dunkelheit einfach passend. Aber ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus hier. So. Bin auch schon mal gespannt, wie sich dann die anderen großen Arcs, etwas größeren Arcs, dann sich auch noch zeigen werden hier. Wie viel man dann da, wie viele Side-Missionen man hat. Ach, da ist ein Führer. Hat einfach weggetreten. Ob die alle dann so einfach 5 Missionen sind oder teilweise noch mehr? Mal gucken. Ich will natürlich auch nicht wissen. Ich
Für die, die vielleicht noch nicht so häufig dabei waren und auch für die, die es vielleicht trotzdem schon wissen, wenn ich einfach nur so vor mir hin plapper und irgendwas frage, dann denke ich einfach gerade nur laut. Da möchte ich keine Antwort drauf haben. Wenn ich eine Antwort auf irgendwas haben möchte, gebe ich das auch schon offen direkt weiter, dass ich auf irgendwas eine Frage habe. Oh, hallo Frankie. Erstmal das Ding kaputt machen. Aber wenigstens post er schön. Wo muss ich überhaupt hin? Hier ist irgendwo eine Schatztruhe. Ich kann nicht hoch. Aber wir sollen Frankie besiegen. Okay. Hier, friss das. Aber die ganze Schildleiste komplett runter. Ah, Frankie? Du bist nicht Frankie. Du bist Frankie. So. Viel schneller, als ich einfach bewegt wäre in diesem Speed-Modus. Schon nice. Wo muss ich überhaupt hin gerade? Ich prügel mich hier gerade einfach nur ein bisschen rum. Zerstöre den Kran und locke die Gruppe ihrer Lehrer vor dem Hauptquartier an. Okay. Da hat gerade eine Menge geleuchtet auf dem Feld. Eigentlich will ich nur mal kurz meinen Schatz da hinten haben. Wo ist der denn? Hier? Ja. Das ist nur Fleisch. Irgendwie lohnt sich die Schatztruhe meistens gar nicht. Da ist einfach entweder noch Heilung drin, die ich eh nicht brauche. Und dann ab und zu vielleicht mal ein bisschen Geld. Leere Handwerker verprügeln. One Piece ist noch lange nicht durch. Wobei, noch lange nicht durch zu sagen, ist glaube ich auch nicht so ganz wichtig, weil Oda meinte ja schon, so, weiß nicht, 70% waren wir so vor ein, zwei Jahren. Also, ja. Es nähert sich langsam dem Ende. Vor allem bei den Kran holen. Sind wir gleich in der Nähe. Ne, hier komme ich nicht rüber. Kann mal außen rumlaufen. Oder? Schnell rum, ja, dass er hinkommt. Oder hier rum. Wann One Piece so mit HD angefangen hat. Ich hätte jetzt irgendwann so Enes Lobby gesagt, so aus Gefühl. So, Kran weg. Wenn sie jemals den Schatz finden. Weiß ich nicht. Das sehen wir ja dann. So, dann auf zum nächsten Kran. Nächsten Kran! Einfach zerstört. Ist hier irgendwo ein Durchgang? Da. Dahin sind auch die Galera-Handwerker. Die möchte ich verprügeln, glaube ich. So. Uptime haben wir nicht, aber wir streamen seit etwas mehr als, ja, 2 Stunden, wie Sven ja schon sagt. So. Hallo, liebe Handwerker. Hallo, Handwerker, hier hinten bin ich. Hallo! Wo läufst du hin? So, war dann für irgendwo aufgetaucht. Ja. So, und erobert. Dann einmal zurück. Das ist viel noch zum Erobern. Und auf zum nächsten Kran.
Ja, drei Kräne sind das noch, wenn ich das richtig auf der Karte sehe. Irgendwo hier. Nein, ich bin einmal falsch abgewogen. Eine weiter. Ich kann ihn, glaube ich, auch nur an einer bestimmten Stelle treffen, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. So. Und dann hier oben direkt der nächste. Können wir das für Klimawandel haben, wenn ich alle Bäume wegtrete? Aber aktuell erholt sich das Klima eigentlich ganz nett, weil durch das keiner rausgeht. So. Ist auch schon mal weg. Dann die nächsten Galera-Leute. Die irgendwie mich die ganze Zeit übersehen, was ich nicht gerade nett finde. Hallo! Hier bin ich. Bitte ignoriert mich nicht. So. Ich fühle mich leider hart ignoriert von denen. Weil die einfach immer an mir vorbeilaufen. Die Blöde. Ich kann in der Chat nicht in das den Himmel mal wieder sehen, ja. So, irgendwo hier ist noch ein Anführer. Da. Den nehmen wir auch mit. In den Rücken getreten. So, und da hinten noch der eine. Und unsere anderen Leute laufen einfach irgendwo rum und verprügeln irgendetwas. So. Ich muss die Tage auch unbedingt mitspielen. Wenn ich rausfinde, wo man zu zweit spielen kann, dann gerne. So. Und der letzte Kran ist down. Sind die gerade von den Trümmern kaputt gegangen, so ein bisschen? Ich hab einfach alle da rausgelaufen kommen. So, dann einmal zum Galera-Hauptquartier. Das Spiel ist geil. Das stimme ich bisher zu, ja. So, die Galera-Company. Ich drücke leider halt immer noch aus Gewohnheit immer X, um loszudashen, aber hier ist das... Oh, falsch. Falscher Weg. Aber leider ist es hier nicht so. Okay, Zorro, wir sollen den Leuten eine Abreibung verpassen. Let's go. Ich glaube, ich bin zuerst da. Zorro schafft das irgendwie nicht so ganz mit... Moment. Nee, doch. Das ist hier richtig. Ich wollte gerade sagen, wo die Nebenmission ist, aber... Ich muss einfach nur die Gegner hier weghauen. Der Rocky Girl hat uns gehört. Ist das hier richtig? Ja. Hast du eine Pro? Nee. Ich hab doch die ganz alte PlayStation 4. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wie lange wir die schon haben. Ist das auch Digimon Story oder nicht? Das ist beständig, dass wir die extra dafür geholt haben eigentlich. Ja. So. Jo, ist hier noch eine Truhe. Also ich glaube, damals gab es die Pro noch gar nicht, als wir die gekauft haben. Von daher haben wir seitdem auch nie eine neue geholt. Arrow, danke für den Raid. Super geil von dir. So. Ich glaube, dann können wir einmal rein. Erfolgreich infiltriert. Wisst ihr, unter Infiltration stelle ich mir eher so was Sneakiges vor. Und nicht einfach reinkommen. お前が世界を滅ぼす前に今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人世界で唯一古代兵器を復活させる存在がお前だなぜあなたがポーネグリフの存在をそれに兵器のことまで俺は
古代兵器ブルドンの設計図を持っている。そんなことも知らずに奴らに協力していると。あきれたな。あなた、私の何を知っているの？世界政府の手で私の人生どれほど狂わされたか。それほど嫌う政府に。じゃあなぜ加担する？すべてを捨てても叶えたい願いがあるからよ。願い？お前の願いってのは？私を除く麦わらの一味の6人無事にこの島を出港すること。 Aber schön, dass das Eisberg einfach kein Modell bekommen hat. Und quasi immer nur aus dem Off spricht. そう。我々はサイファーポール No.9。潜伏など造作もない。しかしこの件に費やす時間もリミットを迎えました。話を続けましょう。設計図のありかについて、実は我々には一つの仮説があります。思慮深いあなたは自分が殺される可能性を考えて、 設計図が所有者を失わないよう誰かに託した可能性が高い。ここで興味深い事実がある。かつてこの島にはトムという名の伝説の船大工がいて、兄弟子はあなたで、弟弟子はカーティ・フラムという男だ。しかしその男はすでに事故で死んでいる。 だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて設計図を託した相手が唯一の弟弟子なら、あくまで仮説だったが、あなたのその反応がそれを的中だと告げた。 Bruno Bosskampf? Yes. So, spielen wir ein bisschen auf den ein. Ach, alle Specials reinhauen, die ich gerade habe. Was tust du, Bruno? Was ist das? Ich habe einfach gefühlt keine Ausdauer verloren beim Rumfliegen. What the fuck, Sanji? Oh, hi. Willst du auch kämpfen? CP9は物心ついた時に政府のために命を使う覚悟、人体の限界を超える為の訓練を受け、世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一海賊団のお前たちでは戦闘力が違う。我々はこれから重要人物を探さなければならない。だがせ、 猫のモンモデルレオパルド、島の外まで止め。行くぞ。アイスバーグの弟弟子フランキーの、いやカティフラムの持つ設計図を奪いに。あ、ミッション vorbei。
Na, Alter, B. War ja richtig lahm. Ist ja schon, was wir nachher wiederholen müssen. Ah, noch ist es auch Level 3. Wir haben Zeit. Ja, am Ende aber erst. Wenn wir mit dem Arc auch durch sind. CP9 im Angriff. Lysops Ringen. Nachdem sie Ruffy zurückgelassen haben, können sich Lysop und Frankie einigen, doch die dunkle Hand der CP9 kommt immer näher. Okay. Das ist ein Bosskampf dann einfach? Schauen wir einfach mal, ne? Bosskampf mit Lysop und Frankie gegen Luki. Thunderman? Ich sehe ihn gerade nicht.